Bis März steht die Planungswerkstatt im Zeichen erneuerbarer Energien. Begleitend zur Ausstellung Energie statt Neudenken werden Exkursionen zu Wiener Vorzeigeprojekten angeboten. Im Rahmen der Exkursion Energie statt auf der Spur begeben wir uns heute in die Siemensstraße zum Energy Base, dem größten Öko-Bürohaus in Wien, und freuen uns schon auf eine sehr spannende Führung durch den Herrn Wiedermann. Beauftragt ist Herr Wiedermann mit der technischen Betreuung des Gebäudes. Er weist gleich zu Beginn auf die auffällig gefaltete Südfassade. Auf der befindet sich die 400 Quadratmeter große Photovoltaikanlage. Das Gebäude hat eine Solaranlage, die also für die Wärmeerzeugung im Winter und für die Kühlung der Lüftungsanlage im Sommer zuständig ist. Das Gebäude hat also Bauteilaktivierung. Das heißt, es wird also über die Betondecken, wird also die Wärme und die Kälte in das Gebäude eingebracht, die also notwendig ist. Erdwärme in Verbindung einer Solaranlage und eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Die vielen Speichermassen sorgen ganzjährig für eine angenehme Raumtemperatur. Eigene Pflanzenpuffer mit Zyperngras liefern die optimale Luftfeuchtigkeit. Im Winter, im Bedarfsfall, wenn man also mehr Luftfeuchtigkeit braucht, wird das ein Teilstrom der Lüftungsanlage über diese Pflanzenpuffer geleitet. Dort wird also Luftfeuchtigkeit aufgenommen. Es geht wieder zurück in die Lüftungsanlage und wird also dann im ganzen Haus befeuchtet, verteilt. Hoher Nutzerkomfort bei möglichst wenig Umweltbelastung. Dem Vorzeigemodell ging eine Forschungsstudie des AIT voraus. Dabei wurde auch der gewünschte Verbrauch des Hauses berechnet. Diese Zahl wurde so ungefähr um 20-30% also unterschritten. Das Gebäude braucht also tatsächlich weniger Energie, als es also gehofft wurde in Wirklichkeit. Moderne Architektur und innovatives Gebäudekonzept. Der Besuch im Energy Base war beeindruckend. Am schönsten fand ich, dass sehr viel Technik in diesem Gebäude steckt, aber man nimmt sie gar nicht wahr. Also man fühlt sich total wohl im Gebäude, es ist schön hell, und das hat mich am meisten fasziniert, dass einfach die Technik total im Hintergrund steht. Bei dem Besuch des Gebäudes hat mich erstmal beeindruckt die Architektur von Post-Architekten. Ich fand das eine sehr gute Wahl, zu so einem Forschungsprojekt auch moderne Architekten zu wählen. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass AIT da noch weitere Entwicklungen hat, vielleicht im Bereich Wohnbau, wie sowas umgesetzt werden könnte. Erfolgreiches Design, Energieeffizienz und angenehmes Raumklima. Energy Base zeigt vor, wie nachhaltig Wirtschaft aussehen könnte.